Ich frage mich wirklich manchmal, in was für einer Zeit wir leben, und ich denke halt einfach, es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten. Und ich möchte einfach mal ein Lob an euch auch aussprechen, weil ich finde das richtig, richtig toll, dass ihr auch, egal was für ein Wetter ist, egal was hier ist, wir zusammenhalten. Wir haben auch unsere Ängste. Aber trotzdem werde ich dafür kämpfen, dass man immer noch einigermaßen einen vernünftigen Weg gehen kann und zusammenhalten kann. Und das ist das A und das O. Und wir wissen, wo wir uns finden. Und das wollte ich euch eigentlich nochmal sagen, weil ich das wirklich, wirklich tough finde, dass ihr das alles so mitmacht. Ja. Lasst euch nicht entmutigen, bleibt so und werdet nur stärker. Wir werden nur stärker in uns selber. Und glaubt an euch und vertraut euch. Das ist das A und das O. Und wir halten zusammen, egal was da kommt. Ja? Den Glauben und auch die Liebe, die wir in uns tragen, kann uns keiner nehmen. Das wollte ich euch nur noch mal sagen. Danke. Ja, danke für die Worte. Und ich denke mal, es ist Zeit. Ich denke, wir starten jetzt dann. Sachen vergessen, aber es geht einem auch so viel im Kopf rum. Roberta de la Habeck meinte natürlich in Davos auch noch was zum Besten geben zu müssen, und zwar betrifft das Deutschland und seine Eigenständigkeit, und er möchte am liebsten alles aufgeben und alles in die Hände der EU geben. Roberta de la Habeck, da muss ich dich leider enttäuschen, du bist da ein bisschen spät dran, man hat das alles längst verkauft, denn sämtliche Behörden, Ämter und so sind ja mittlerweile im Unternehmensregister eingetragen. Vielleicht soll er sich da mal ein bisschen schlau machen. Da ist er ein bisschen spät. Dann Annalena gab dann zum Besten heute noch, dass sie der Waffenlieferung oder Panzerlieferung in der Ukraine nicht im Wege stehen würde. Auch das zeigt mal wieder, welches Geisteskind da am Werke ist. Sie verkaufen einfach alles. Und dann mal zu dem Thema hier noch 120 Windräder nördlich und südlich der Eder aufzustellen. Wo bleibt da der Umwelt- und der Artenschutz? Und wenn man sich noch vor Augen führen sollte oder muss, dass für jedes Windrad, was da aufgestellt wird, muss ein Schattenkraftwerk gebaut werden, das nämlich die Energie liefert, wenn der Wind nicht weht. Also absurder geht es doch gar nicht mehr. Und wenn, auch die Vorstellung, es sind nicht recycelbare Materialien, die da verwendet werden. Die Dinge halten 20 Jahre und dann zudem wird Balsaholz verwendet, das heißt auch Regenwald wird für diesen Unsinn gerodet. Wo sind die Ideologien der Grünen? Wo ist das alles hin? Alles verkauft? Sie verkaufen sich und ihr Gewissen nur für ihre Ideologien und ihren Schwachsinn. Nee, ich muss jetzt aber aufhören, weil sonst rege ich mich noch zu viel auf. Es kann gerne noch ein anderer was sagen. Ich von meiner Seite beende jetzt hiermit diese Versammlung ganz offiziell und wünsche unseren Ordnungshütern da einen schönen Abend. Ja.